Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem Vortrag hier Think Visual Analytics im mobilen Kontext vor dem Big Data Hintergrund. Viele Dinge auf einmal. Wir werden den Vortrag gemeinsam gestalten, der Martin Briewig und ich, und wir werden Ihnen die Ergebnisse eines Projektes vorstellen, was wir von der Hochschule Karlsruhe aus gemeinsam mit der InnoVex gemacht haben. Drei Aspekte sind hier natürlich für uns wichtig, auf die ich ganz kurz nur in meiner Einführung eingehen möchte. Einmal natürlich Big Data und BI in diesem Fall, weil es entscheidungsrelevante Informationen sind. Dann der Bereich der Visualisierung und dann der Mobile-Aspekt, das heißt also das Arbeiten mit mobilen Endgeräten. Den Teil der Visualisierung brauche ich eigentlich zum Glück kaum noch anzusprechen, denn die meisten von Ihnen werden gerade den sehr schönen Vortrag von Jörn Kohlhammer gehört haben und sind jetzt sozusagen eingenordet in das, worauf man bei der Visualisierung achten sollte. Und wir haben bei der Arbeit auch uns sehr stark an dem Buch von Herrn Kohlhammer orientiert. Das heißt also, die Vorgaben, die Standards, die hier gesetzt worden sind, haben wir versucht, hier bei unserer mobilen Lösung entsprechend auch umzusetzen, wie Sie gleich sehen werden. Gut, Big Data ist einfach noch immer ein Hype-Thema, auch wenn sich es jetzt über die letzten Jahre hingezogen hat. Und natürlich können einige Leute das Thema schon nicht mehr hören. Sie können die drei Vs auch nicht mehr sehen, auch wenn Jörn Kohlhammer die auch gerade nochmal gezeigt hat. Oder ob es jetzt die 5 Vs sind oder 4 Vs sind, wie immer Sie das auch definieren möchten. Eins ist jedem klar: Was Big Data eigentlich ist, ist extrem schwer zu definieren, weil es eben so vielfältig ist, weil es so polystrukturiert ist. Und auch wenn wir die Definition vielleicht nicht mehr so hören können, ist es aber auf jeden Fall richtig, dass diese Daten, diese Datenmengen, diese unstrukturierten Daten auch für viele alte und neue Firmen auch letztlich ein Lebenselixier geworden sind. Und ich bin auch beim PDWI tätig. Und hier haben wir uns lange Jahre auch ein bisschen schwer getan, zu überlegen, wie passt dann das Big Data Thema eigentlich zum BI-Thema? Ja, am Anfang sah es so aus, als wenn Big Data sozusagen nur eine neue Datenquelle darstellen würde. Nach dem Motto, okay, wir haben unser BI-System, da schließen wir einfach eine neue Datenquelle an und das war's dann. Aber wie wir heute feststellen müssen, hat sich die ganze Architektur eigentlich geändert. Sie sehen hier rechts unsere traditionelle BI-Infrastruktur mit unseren relationalen Datenquellen, wie beispielsweise einem ERP-System oder einem Supply Chain Management System. Die Daten, die ziehen wir dann im Rahmen des ETL-Prozesses heraus in unser Data Warehouse oder Core Data Warehouse oder Enterprise Data Warehouse, wie auch immer das bei Ihnen heißt, füllen dann unsere Data Marts und obendrauf haben wir eben entsprechend unsere Frontend, sei es jetzt OLAP oder sei es jetzt unsere normale Reporting-Struktur. Diese Struktur, diese Architektur, die hat sich im Prinzip in den Unternehmen durchgesetzt. Die wird gelebt auch von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Jetzt haben wir aber jetzt müssen wir aber das beachten, was Kemper als BI-Ökosystem mittlerweile bezeichnet. Das heißt also, wir haben neben dieser traditionellen Struktur auch die Big Data Struktur, die mit ganz neuen Datenquellen daherkommt, wie beispielsweise unseren Sensordaten, die Datenhaltung auch anders gestaltet. Das heißt also, wir haben hier unsere Big Data Stores, wir haben die NoSQL Datenbanken, welche auch immer Sie einsetzen, ob jetzt Graph Datenbanken, In-Memory Datenbanken etc. Und wir haben oben drüber natürlich auch neue Analysemethoden, Streaming-Analyse oder bis hin zu den traditionellen Algorithmen, die wir hier kennen. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Welten, also zwischen der Big Data-Welt und der traditionellen BI-Welt, auch Anknüpfungspunkte. Einmal natürlich hier, wie hier zu sehen ist, wir können Big Data natürlich nutzen als Datenquelle, aber auch oben ganz wichtig und immer wichtiger eigentlich der Bereich Predictive Analytics, wo wir hier unsere Analysen im BI natürlich sehr stark ergänzen über das, was gerade im Big Data-Bereich passiert. Gut, zur Visualisierung muss ich nicht mehr viel sagen. Wichtig nur ist, wir hatten gerade auch das Problem angesprochen, manchmal reagiert unser Kopf schneller, als wir denken. Das kann manchmal, wie wir bei den Verzerrungen gesehen haben, zu Problemen führen. Aber
Es ist einfach auch ein großer Vorteil. Das heißt also, wir können über eine Visualisierung extrem viel sehr schnell transportieren an Informationen. Wie hier beispielsweise auch, das ist eine Werbung, die ich gefunden habe. Und eigentlich bräuchten wir den Satz unten drunter, die Wirtschaftsprüfer in Deutschland eigentlich gar nicht mehr zu haben. Denn das Bild drüber transportiert eigentlich schon alles. Wir können diesen einfachen Code sehr schnell entschlüsseln. Dazu sind wir ohne weiteres in der Lage. Wir sehen auch die von der Farbgebung her, von den Deutschlandfarben her, es handelt sich also um Wirtschaftsprüfer in Deutschland, und wir sehen an der Grafik eigentlich auch noch, womit sich Wirtschaftsprüfer beschäftigen, nämlich letztlich mit Zahlen. Aber wie gesagt, zum Bereich Visualisierung haben wir heute schon erstmal genug gehört. Ich möchte jetzt noch kommen zum Mobile BI. Mobile BI war vor einigen Jahren auch ein großes Hype-Thema. Das heißt, Sie alle haben ja letztlich Smartphones, Tablet jetzt hier vorliegen und werden sicherlich auch vielleicht während der ersten 5 Minuten des Vortrags schon mal geguckt haben, welche Informationen stehen denn für mich gerade aktuell bereit, weil die mobilen Geräte für uns eigentlich Teil unseres Lebens geworden sind. Das heißt also, wir sind schon fast mit ihnen verwachsen. Und man hat sich also überlegt, okay, diese mobilen Geräte sind sehr mächtig, sehr mächtige Tools, die können wir auch wunderbar im BI-Umfeld nutzen. Das heißt also, wenn wir uns die Definition hier anschauen, wir müssen letztlich die relevanten Informationen, also die Informationen, die letztlich den Unterschied ausmachen, zum richtigen Zeitpunkt zu dem Nutzer bringen, wenn er sie braucht, und zwar an jedem Ort, wo er ist, und unabhängig vom Endgerät, was er benutzt. Also nicht nur Desktop oder Notebook, sondern entsprechend auch hier auf die mobilen Geräte. So viel zur Vision eigentlich. Wenn man sich aber die Realität anschaut, dann ist die Durchdringung mit mobilen Endanwendungen im Bereich BI, ich will mal sagen, übersichtlich. Übersichtlich bedeutet, dass es zwar, es gibt immer noch sehr viele Unternehmen, die also keine mobilen Lösungen im Bereich BI anbieten oder im Einsatz haben, und die sie im Einsatz haben, die haben kaum Nutzer. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Wo wir doch alle diese Geräte haben, wo wir alle gerne genau diese Informationen hätten, warum schaffen wir es nicht, hier Mobile BI tatsächlich ans Laufen zu bringen oder so, wie wir uns das vorstellen? Gucken wir uns die Anforderungen natürlich mal an, die ein Nutzer letztlich hat. Natürlich möchte er aus dem traditionellen Bereich herauskommt, er möchte seine Charts sehen, er möchte seine Reports sehen, er möchte seine Daten selektieren, er möchte einen Drilldown machen können, er möchte seine KPIs sehen und seine Alerts bekommen. Das Ganze ist natürlich auf einem Smartphone teilweise relativ schwierig, da ergeben sich einige Probleme, die wir auch gleich nochmal ansprechen werden, und hinzu kommt, dass wir auch noch verwöhnt sind. Von den Displays, von den Multitouch-Gesten, die wir haben, von den Sensoren, die in den Geräten verbaut sind, die uns eine Context-Awareness letztlich ermöglichen. Das heißt, wir müssen jetzt dahin kommen, dass wir das Interface eigentlich so gestalten, dass der Nutzer mit den Daten, die wir ihm zur Verfügung stellen, auf einfache Art und Weise auch umgehen können. Und wie so etwas aussehen kann, zeigen wir Ihnen jetzt an dem kleinen Prototyp, den der Martin Ihnen vorstellen wird. Ja, danke, Uwe. Zunächst einmal werde ich Sie durch die Architektur führen und durch die Technologieentscheidung, die ich getroffen habe. Außerdem dann am Anschluss dann noch eine kurze Demo, die halt so eine Art Story mal zeichnen wird, wie denn so ein Nutzer mal mit den Daten spielen kann an seinem Handygerät. Zunächst einmal sieht sich so eine Architektur oder so eine Anwendung sehr vielen Befürchtungen ausgesetzt. Zum Beispiel, ist das Gerät denn performant genug? Ist der Bildschirm ausreichend groß? Kann ich mit meinen Fingern auch wirklich vernünftige Analysen durchführen? Und sind die Datenmengen, die ich übertrage, sind die nicht viel zu groß? Wird mein Datenvolumen dadurch zu viel in Anspruch genommen? All diese Befürchtungen sah ich mich eben ausgesetzt. Natürlich konnte ich mich jetzt nicht allen direkt auf einmal stellen in der Zeit. Somit haben wir uns dann auf ein paar geeinigt. Und zwar erst einmal auf die Performance. Und zwar nicht Performance irgendwie vom Workflow her, sondern von der reinen Darstellung. Weil wir werden sehr viele Datenpunkte auf dem Bildschirm haben und die müssen alle wirklich flott dargestellt werden.
Und zum einen dann natürlich, wie bringen wir den Nutzer denn überhaupt in die Lage, wirklich Ad-Hoc-Analysen durchzuführen mit seinem mobilen Gerät? Wie kann man diese Eingabemöglichkeiten so schaffen, dass es gut schafft? Wie kann man ihn da durchführen, auch einen, der nicht technisch versiert ist? Außerdem natürlich das System, sehr viele Mobilgeräte, sehr viele Formfaktoren, sehr viele Betriebssysteme, wie gehen wir das an? Außerdem unter dem Gesichtspunkt, ein Unternehmen, was so eine Anwendung erstellt, möchte die Dinge, die sie auch erzeugt haben, auch wiederverwenden. Also Usability ist auch sehr wichtig, habe ich dann für mich eben so angesehen. Nun kommen wir dann zum Aufbau. Die eben angesprochenen Anforderungen, die ich mir gestellt habe, bin ich dann wie folgt angegangen. Zunächst einmal durch Responsive Design Konzepte, HTML5, um auf Cross-Plattformen interagieren zu können. Datenaustausch wird möglichst gering gehalten, eben nur durch die Daten, die wirklich zwischen Datenbank und der Anwendung hinterherfließen. Somit haben wir einen Fat-Client. Hoher Abstraktionsfaktor für hohe Usability. Und wir benutzen WebGL als Grafikschnittstelle, um wirklich die maximale Performance herauszuholen. Nun sehen wir hier dann in der Übersicht mal das System. Hier sehen Sie auf der rechten Seite BI Data, die Datenquelle, die können Sie dann nach Belieben austauschen. Wenn in der gegenüberliegenden Seite des Systems eben der Database Connector auch eben entsprechend angepasst wird. Aber somit erreichen wir eine hohe Abstraktion von der Datenquelle. Das heißt, Sie können in verschiedenen Projekten verschiedene Datenquellen auch an diese Anwendung anschließen. Zunächst haben wir dann noch die Chart Library, die eben nur für die Darstellung eben verwendet wird, und diese abstrahieren wir auch wiederum durch eine sogenannte Chart View, sodass wir unabhängig sind von unserer Technologieentscheidung, was die Chart Library angeht, weil jeder kennt es, Technologien ändern sich sehr, sehr schnell, ob wir jetzt HiChart benutzen oder andere Chart-Bibliotheken, jedes Mal kommt eine bessere raus, sei es auch die von Telerik. Außerdem sind wir hier in einem Reports-System, dass wir einen Grid haben, das ist die Übersicht, der vorne Reports darstellt. Diese Reports, da legen wir jetzt nicht die kompletten Daten ab, sondern nur die Anfrage, die wir generiert haben. Außerdem haben wir noch hier eine Detailkomponente, die sich um die Interaktion und auch um die Darstellung kümmert. Zum Schluss haben wir noch den Wizard, auf den gehe ich dann später noch ein. Kommen wir weiter. Ich möchte jetzt Ihnen erst einmal noch mal darstellen, wie wir denn genau in einer Webanwendung gute Abstraktionen schaffen können. An einem Beispiel zwischen der ChartView und der ChartLib. Die ChartLib, das ist eine ganz, das ist eine Eigenentwicklung, um halt den maximal höchsten Freiheitsgrad zu erlangen mit JavaScript. Wir benutzen dort einen HTML5 Canvas, der eben WebGL rendert. Dazu habe ich zum Beispiel Pixie.js benutzt und der kann sogar auch, falls WebGL nicht genutzt werden kann, von einem mobilen Gerät auch auf den Canvas zurückgreifen. Somit ergibt sich in meiner ChartLib auch eine hierarchische Struktur, weil jeder kennt das, bestimmte Charts haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel zwei Achsen, horizontal, vertikal, und somit ergibt sich eine hierarchische Struktur. Außerdem habe ich auch hier auf der Data Today im letzten Jahr D3.js kennengelernt in einem Workshop. Das konnte ich auch Anwendung finden, zum Beispiel für die Berechnung der Achsenskalierung, Beschriftung und auch zum Beispiel zur Berechnung einer geeigneten Farbskala. Nun kommen wir zum folgenden Punkt. Wie kann ich jetzt im Web geeignet wirklich Komponenten für sich abstrahiert bauen? Und da gibt es ein Konzept, das nennt sich Web Components. Das ist ein Rüstzeug dafür, dass man wirklich eigene Elemente mit eigenem JavaScript-Scope und eigenem CSS-Scope schaffen kann. Das heißt, man kann die wirklich jetzt erstmals mixen, ohne irgendwelche Seiteneffekte zu haben. Vielleicht zum einen oder anderen zum Beispiel dieser CSS-Bleed-In, Bleed-Out-Begriff geläufig. Das kann hiermit vollständig umgangen werden. Und auch die Usability ist ziemlich hoch. Stellen Sie sich vor, Sie haben Teams in Ihrem Projekt, die kümmern sich um Komponenten und dann haben Sie das Projekt eben, die Komponenten, die für das Projekt gebaut wurden, nicht nur in diesem Projekt, sondern auch für die nächsten Projekte, zum Beispiel Chartviews, wie ich gerade eben dargestellt habe, können Sie dann auch für in anderen Projekten wiederverwenden. Dies wird auch demnächst im W3C-Standard verfügbar sein, ist es auch. Momentan ist es noch ein Draft, aber der wird auch schon von ziemlich vielen Browsern auch schon zum größten Teil unterstützt. Vorreiter ist natürlich hier Google. Apropos Google, zur Implementierung haben wir hier Polymer verwendet. Das ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig, wie ich sie gerade eben sehe. Das ist seit Juni sogar auch Production Ready, Gott sei Dank. Und das ist halt super, weil es diese ganzen Web Components, ist ja ein Sammelsurium von Technologien. Das schafft eine Einheit dazu, wie man jetzt zum Beispiel auf dem folgenden Bild sieht. Hier unten das Rote bilden die Technologien, die eben für das Konzept von Web Components verfügbar sein müssen. Polymer schafft es eben, dass die
ganze Technologien auf allen Browsern hinweg auch verfügbar sind, setzt noch eine eigene Schicht hin drauf, damit es alles vereinheitlicht ist und bietet sehr viele eigene Elemente an, wie zum Beispiel Ajax-Calls oder Signals unter den Komponenten untereinander, sodass Messaging stattfinden kann. Auch gibt es sehr viele UI-Elemente, die halt dann natürlich im Stil des Material Design gehalten sind. Das heißt, mit diesem Framework kann man wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen. Nun, da wir jetzt das Polymer- und Web-Components-Konzept einigermaßen jetzt kennen, ist es auch jetzt eben der nächste Schritt, dass man jetzt jeden einzelnen Chart aus meiner vorherigen geschriebenen Chart-Library eben auch somit wieder abstrahieren kann. Das heißt, es gibt ein Bar-Chart-Komponente, Pie-Chart-Komponente und so weiter. Und somit erreichen wir wirklich eine vollständige, lose Abhängigkeit zu unserer Chart-Bibliothek, die wir dort nun mal haben. Dann haben wir hier nochmal ein Beispiel. Also eine Komponente besteht immer aus einem HTML-Markup. Dort betten wir das Canvas ein. Und im JavaScript-Teil haben wir eben nochmal Lifecycle-Management, zum Beispiel Initialisierung des Charts. Und zum Beispiel kann man ja auch die Vue.js verwenden, um Datentransformationen durchzuführen. Der nächste Teil, den wir abstrahieren müssen, ist der Database-Connector. Hier gehe ich nur ganz kurz drauf ein, in Anbetracht der Zeit. Der Database-Connector hat den Sinn, die Datenquelle zu abstrahieren. Das heißt, es gibt etwas, was uns generische Queries generiert, also quasi die Ad-Hoc-Anfrage von dem Nutzer muss ja umgesetzt werden in für die Datenbank verständliche Abfragen. Das übernimmt dieser Builder. Der Connection-Service, der kümmert sich um die Kommunikation. Und schlussendlich die Antwort, die von dem BI-Data-System kommt, wird dann vom Data-Mapper in ein einheitliches Format transferiert. Und somit können wir halt hier in diesem Bereich mit einem einheitlichen Format arbeiten und sind nicht mehr abhängig von der Datenquelle. Jetzt nochmal zum Überblick, nochmal die Technologien. Beachten Sie hierbei, in den Prototypen haben wir jetzt Elasticsearch eingesetzt, aber diese Datenquelle können Sie auch austauschen gegen andere. Da oben drüber der angesprochene Data Mapper und der Data Query Builder. Und oben rechts unsere Visualisierungsart. Jetzt ist meine eigene Chartlib, die ich implementiert habe, können Sie aber auch ersetzen gegen andere Gegenstücke. Aber der Rest, das heißt die grundlegende Struktur der Anwendung, sodass der Workflow von dem Nutzer, die da abgebildet wird, die müssen wir nicht anfassen. Und so sind wir maximal flexibel. Jetzt kommen wir zu der Frage, nachdem wir das System behandelt haben, wie können wir den Benutzer denn jetzt endlich in die Lage versetzen, ad hoc jetzt in diesem Moment sich selber Fragen zu stellen und auch diese lösen zu können mit den Unternehmensdaten oder mit anderen Daten. Und dazu haben wir dann von dem Vortrag zum Beispiel, den Sie gerade gehört haben, wurde angesprochen, dass wir den Nutzer in den Mittelpunkt stellen müssen und ihn zunächst fragen müssen, was willst du denn tun? Das heißt, wir müssen ihn anleiten, eine geeignete Visualisierung für sein Problem zu schaffen. Und somit sind wir auf das Konzept eines Wizards gekommen. Das heißt, dieser führt Sie dann Schritt für Schritt zum geeigneten Report, zur geeigneten Visualisierung. Außerdem wird auch ein Titel generiert, das war noch eine Idee, nämlich wenn Sie sich dann durch die Daten bewegen, dann ändern sich ja auch quasi die Report-Parameter. Und manchmal weiß man dann nach einer Zeit gar nicht mehr, wo man ist. Und demzufolge wird dann ein Titel generiert, der den Report dann in eine verständliche Sprache fasst. Genauso auch bei der Report-Erzeugung werden Sie dann später sehen, dass wir dann nicht jetzt irgendwelche Dropboxen verwenden oder Selectboxen, um halt irgendwelche Filter einzustellen, sondern wir wollen versuchen, wirklich halbwegs verständliche Sätze zu bilden, sodass man quasi den Report von oben nach unten durchlesen kann und weiß, was da drin steht. Weil Sprache, die man halt lesen kann, kann man sehr gut verstehen, im Gegensatz zu sämtlichen Filtern. So, jetzt kommen wir zur Demo, aber zunächst möchte ich mal kurz den Use Case darstellen. Und zwar stellen Sie sich vor, ein Nutzer sitzt im Café, ist wirtschaftsinteressiert und hat Fragestellungen bezüglich der letzten Jahre. Was ist denn zum Beispiel mit dem BIP pro Kopf in Deutschland passiert? Wie ist die Verteilung im Land geschehen? Oder wie waren die Arbeitslosenzahlen? Wie hat sich das vielleicht miteinander korreliert? Und die Daten bezieht aus einer öffentlichen Quelle, eben zum Beispiel GovData, gibt es da genügend? Auf diese werde ich jetzt erstmal dann mal zurückgreifen. Jetzt schalte ich mal um und hoffe, dass sich das hier alles tut, weil das gerade in den Standby-Modus gegangen ist. Ja, wusste ich es doch. Ich starte mal kurz den Cast neu. Oder auch das Programm.
Warum will das jetzt nicht? Ich starte mal kurz das Programm neu hier auf dem Handy. Also wir haben es vorhin getestet, da hat es funktioniert natürlich. wir mussten aufgrund des WLANs hier auf einen mobilen Access Point zurückgreifen, da das WLAN eben diese Verbindung nicht zugelassen hat. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die beiden im selben Netzwerk sind, damit es funktioniert. So, ist auch hier verbunden. So, jetzt sind wir online. Jetzt gucken wir mal kurz einen Funktionstest, ob denn auch der Server funktioniert. Ja, funktioniert. Also, Entschuldigung, ich sehe es ja nur auf dem Bildschirm. Warum ist, ach, das ist abgesprochen, ne? Ah, ist das toll. So, jetzt aber. So, ich hoffe, Sie können das jetzt alle ausreichend sehen. Das war jetzt leider nicht in der Zeit besser möglich. Wir begrüßen den Nutzer in einer Art Voransicht. Hier kann er alle seine Reports schon mal in der Voransicht sehen. Und diese werden auch live generiert, sodass er schon direkt eine Voransicht von den Daten hat und vielleicht auch schon direkt dort den einen oder anderen Einfluss bekommt, den er sich vielleicht näher ansehen möchte. Das soll jetzt kein Ersatz sein für das nächste ultimative Dashboard. Das war jetzt im Rahmen des Prototypen halt einfach eine geeignete Visualisierung, um mal alle Reports sich anzeigen zu lassen. Dann starten wir mal mit den Fragestellungen vom Benutzer. Der Benutzer fragt sich jetzt gerade, wie sind denn die letzten BIP pro Kopf in den letzten Jahren? Wie haben sie sich entwickelt? Wie war denn der da Verlauf? Um einen neuen Report ad hoc zu erstellen, drückt er auf den Plus-Button oben rechts. Und jetzt kommt genau das, was halt schon genau der Herr Kohlhammer gerade suggeriert hat, dass wir eben den Benutzer fragen, welchen Zweck hast du denn? Was willst du denn darstellen? Willst du etwas vergleichen? Willst du eine Proportion darstellen? Willst du vielleicht einen Verlauf darstellen? Und jetzt in unserer Fragestellung passt der Verlauf am besten. Also kann der Benutzer den Verlauf anklicken und gelangt zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt kann er die Datenmenge einschränken. Das heißt, vielleicht nur in bestimmten Jahren, ein bestimmtes Bundesland und so weiter. Das brauchen wir in dem Fall momentan nicht. Also tippen wir auf Schritt 3, gelangt zu Schritt 3. Im nächsten Schritt, wer sich da vielleicht auskennt, wir wollen nicht alle möglichen Datenmengen auf das Handy laden, weil dann haben wir genau das Problem, so große Datenmenge. Deswegen erfordern wir eine Aggregation. Das heißt, er muss die Daten irgendwie gruppieren oder in Intervalle zusammenfassen. Und jetzt sehen wir auch schon das nächste Problem, wie machen wir das denn geeignet auf dem Handy? Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, aggregieren, gruppieren nach Time. Das heißt, dort sehen wir wirklich einen lesbaren Satz. Und wir wissen genau, was wir dort tun. Das nächste Problem ist, wir haben dicke Hände. Wie können wir denn, oder generell, ohne den anderen Bildschirminhalt irgendwie zu beeinflussen, aus einer Menge von Items aus einer Liste auswählen? Und dort habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar können wir das linke Wort gruppieren, verändern, indem wir hier zum Beispiel von links nach rechts reinwischen und können uns dann dort das linke Wort auswählen. In dem Fall ist es eine Aggregationsart. Wir möchten uns ein Intervall ansehen, klicken auf Intervall und jetzt passt hier schon die Kennzahl Time, aber ich zeige das nochmal, wir können auch von rechts nach links reinwischen, um auch dieses auszuwählen. Und er sieht dann alles, indem er halt horizontal scrollt. Normalerweise ist das sehr verpönt, aber in diesem Beispiel, finde ich, funktioniert es ziemlich gut. Darüber lässt sich natürlich diskutieren. Sind Sie auch gerne zu eingeladen. Er wählt die Zeit aus, kann die Schrittweite beeinflussen. Wir nehmen jetzt hier mal 3 Jahre und wir sind erstmal fertig. Wir gehen auf Schritt 4 und jetzt möchte er eine Kennzahl auswählen. Also was will ich denn überhaupt darstellen? Und natürlich möchten wir auch irgendwie eine Summe oder sonst was darstellen, da wir Daten aggregieren. Das heißt, wir können nicht jeden Datenpunkt einzeln anzeigen. Um dies zu tun, gerade eben gezeigt, von links nach rechts einwischen, können wir eine Rechenart, sage ich es mal so salopp, auswählen, wählen den Durchschnitt an, von rechts nach links. Sind wir jetzt hier zum Beispiel Euro per Habitant, also Euro pro Einwohner, und sind durch, klicken also auf das grüne Icon. Und jetzt passiert Folgendes. Wie schon vorhin erwähnt, basiert der Prototyp auf einer Erkenntnis von Herrn Kohlhammer und Herrn Tafti und so weiter. Und jetzt weiß das Gerät, wie viele Dimensionen der Benutzer ausgewählt hat. Wir wissen auch ganz genau, wie viele Dimensionen wir mit welchem Charttyp darstellen können. Nämlich maximal 3 in diesem Fall. Das wäre jetzt eine Heatmap. Und eine Dimension bedeutet, Aggregation ist eine Dimension und die Auswahl einer Kennzahl ist auch eine Dimension.
So, dann kommt der nächste Schritt, welchen Zweck hat der Benutzer denn? Wie zum Beispiel, welche Verteilung ich ansehe, dann habe ich vermutlich eine Heatmap, woher ich einen großen Überblick habe. Wenn ich einen Verlauf ansehe, hat der Herr Kohlhammer auch schon genannt, habe ich auf der X-Achse immer die Zeit. Also habe ich dort wahrscheinlich Säulen oder ein Liniendiagramm, um zum Beispiel einen Trend zu erkennen. Wir wählen hier die Linien aus und der Report wird jetzt gerade in diesem Moment erstellt. Das heißt, der Query Builder baut den Query dazu, schickt diesen an den Server, der Server generiert dadurch dann die Antwort, die kommt zurück, wird durch die Komponenten geschleust, transformiert, die Daten werden transformiert und dargestellt. Ich kann jetzt auf einen Klick dort diesen Report anwählen und gelange in die Detailansicht. Jetzt kommt ein weiteres Detail hinzu. Der Chart hat die maximale Größe hier und nur auf wirklich Anfrage kann ich hier Details einblenden lassen, zum Beispiel diesen Titel. Jetzt ist das ein bisschen abgeschnitten aufgrund dieser Übertragung, aber hier sieht man zum Beispiel, dass der Titel generiert wurde mit Intervall nach Zeit in 3 Schritten, Durchschnitt von EuropaHabitant. Also der Benutzer weiß sofort, ach so, das wird es wohl dargestellt und sieht auf diesem Liniendiagramm, was los ist. Er kann auch einen Datenpunkt einfach einklicken. Und jetzt haben Sie vielleicht gerade gesehen, ich habe daneben geklickt, aber das System weiß, welcher Punkt der nächste ist und wählt diesen automatisch an, um zum Beispiel auch hier wieder dem Fat-Finger-Problem zu entgegnen. Jetzt kann der Benutzer von unten nach oben reinwischen, um sich den Datenpunkt genau anzeigen zu lassen. Hier ist natürlich Spielraum für Verbesserungen da. So, jetzt fragt sich der Benutzer, jetzt geht das ja in den letzten Jahren sehr steil hoch, aber es macht so einen Knick. Jetzt will er vielleicht nicht über 3 Jahre das sehen, vielleicht war das ja über 2 Jahre nur so oder in einem bestimmten Jahr. Jetzt könnte er hergehen, einen neuen Report verfassen oder aber er könnte auch schon mit der Visualisierung direkt interagieren. Und das macht er zum Beispiel, um den Intervallradius anzupassen, indem er einen Pinch-to-Zoom macht. Und zwar haben wir jetzt das Intervall von 3 auf 2 gesenkt und dies macht sich auch im Titel bemerkbar. Und jetzt wird der Report auch wieder generiert und es wird wieder die Antwort visualisiert, wirklich sehr schnell. Und jetzt sehen wir, dass der Knick immer deutlicher wird und jetzt könnte er hergehen, nochmal reinzoomen und jetzt sehen wir wirklich, oha, ein Jahr gingen wir voll daneben. Er kann das anwählen, sich angucken, und zwar Jahr 2009. Im Jahr 2009 war ja die große Wirtschaftskrise, wie jeder weiß. Und deswegen haben wir diesen Knick. Jetzt fragt sich der Nutzer, war das denn jetzt in ganz Deutschland so? Und um diese Frage zu beantworten, kann er einen neuen Report anlegen. Aber diesmal mit dem Zweck, dass er eine Verteilung sich ansehen möchte. Filtern braucht er nicht. Im dritten Schritt gruppiert er nach der Zeit. Und jetzt kann man nochmal gruppieren natürlich. Und er gruppiert nach Geo. Geo steht hier für Bundesland. Im vierten Schritt wählt er dann wiederum den Durchschnitt aus. Drückt auf Grün. Und das System schlägt wieder geeignete Visualisierungsmöglichkeiten vor. Er wählt hier die Heatmap aus. Report wird wieder generiert und dargestellt. Es geht wirklich sehr flott. Auch die Darstellung. Das ist WebGL und deswegen kann man halt wirklich gut animierte Sachen auch darstellen mit vielen Bildpunkten. Jetzt sehen wir hier den Überblick über Gesamtdeutschland in den letzten 10 Jahren, wie sich dort das BIP entwickelt hat. Jetzt sieht man zum Beispiel hier, dass Hamburg sehr weit vorne ist. Baden-Württemberg, ja, es liegt im oberen Mittelfeld. Und jetzt kann man mal gucken, wo gibt es denn Auffälligkeiten? Also Auffälligkeiten sieht er zum Beispiel hier, dunkel nach heller, genau wie hier oben. Also es scheint wohl nicht nur in einem einzelnen Bundesland passiert zu sein, sondern in mehreren. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. Jetzt ist es ja so, jetzt sehen wir das, aber jetzt wollen wir damit interagieren. Wir wollen mehr Daten wissen, wir wollen mehr Details wissen. Wie machen wir das denn? Normal kennt man das jetzt nicht, dass man jetzt Zeilen anwählt oder Spalten anwählt. Aber dadurch, dass wir jetzt geeignete Mittel haben, nämlich unsere Finger, können wir eben genau dies auch tun, weil es in dieser Analogie gibt. Wir halten unsere Finger vielleicht einfach mal so und wollen diese Zeile auswählen. Und genau das kann ich auch hier tun. Ich kann diese Zeilen auswählen und er macht eine Zeilenauswahl. Jetzt haben wir wiederum dicke Finger. Wie kann ich denn jetzt diese Zeilenauswahl auf eine Zeile denn auch nur schieben? Und dafür benutzen wir Swipe-Gesten. Jeder kennt diese. Wir swipen nach oben. Die Zeile rutscht nach oben, wir können uns auch die Daten einblenden lassen und können genau sehen, auch in Hamburg von 2008 auf 2009 rapide gesunken. Dasselbe gilt auch für Spaltenauswahl. Oder aber wir haben zum Beispiel in einem anderen Chart irgendwo eine punktuelle Veränderung, wo Muster überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Dann wollen wir nicht nur diesen einen Datenpunkt wissen, sondern wir wollen auch die Umgebung wissen.
Wir können auch reinklicken und genau das berücksichtigen wir hier. Wir können die Umgebung auch auswählen und uns die Datenpunkte dazu auch ansehen. So. Nun. Jetzt haben wir hier das Problem in Baden-Württemberg erkannt und der Nutzer ist Baden-Württemberger durch und durch und möchte wissen, wen hat es denn getroffen in unserer Gesellschaft hier in Baden-Württemberg? Wer wurde vielleicht gefeuert von seinem Job? Waren es eher die Frauen oder waren es eher die Männer? Hierzu kann er sich wieder einen neuen Report erzeugen lassen. Er möchte den Verlauf darstellen. Jetzt will er filtern. Jetzt kann er hier die Kennzahl auswählen links. Wir wollen nur in Baden-Württemberg wissen, also Geo. Können wieder auf größer tippen, um die Operatoren auszuwählen. Gleich. Und jetzt hier müssen wir noch eintippen. Natürlich kann man auch planen, dass dann Dropdown oder sowas Ähnliches kommt, wie gerade eben gezeigt, dass dort die möglichen Datenpunkte angezeigt werden. Nun, wir gruppieren auch hier nach der Zeit und wollen hier den durchschnittlichen Unemployment W, Unemployment Women, dasselbe für Durchschnitt. So, der ist fertig. Er lässt sich die Darstellungsmöglichkeiten anzeigen. Wir übernehmen hier gruppierte Säulen. Der Report wird wieder generiert. Er kann sich ansehen. So, jetzt haben wir natürlich auch keine Zahlen dargestellt, weil diese Zahlen gar nicht draufpassen würden. Das ist auch eine Besonderheit dieser Engine, weil die auch auf den IBCS auch beruht. Sie versucht wirklich, diese Konvention durchzuziehen, wo es halt nun mal geht in der kurzen Zeit. Jetzt sehen wir hier ganz rechts, wir können auch wieder drauf tippen und Datenpunkte auszuwählen und auch wieder swipen, um diese Datenpunkte zu verschieben, die wir ausgewählt haben, dass sich dort irgendwas getan hat. Und wir wollen näher darauf eingehen. Wie machen wir das denn jetzt vernünftig, dass wir multiselektive Daten auswählen können? Also wie können wir multiple Daten selektieren? Dazu kann man in Modi switchen, auch wieder nur durch Gesten, nicht durch Buttons, die irgendwie den Bildschirm einnehmen. Wir können länger draufhalten. Der Multiselektionsmodus ist aktiv. Wir können klicken, aber jetzt haben wir im Hinterkopf, wir haben dicke Finger. Wir können irgendwo hinklicken und zur Seite wischen und von dort aus gesehen auch die umliegenden Punkte anzuwählen. Das heißt, wenn wir jetzt nur die rechten hier haben möchten, ich mache kurz mal weg, dann gehen wir da hin und wischen ganz gemütlich nach rechts rüber, so viele wie wir haben wollen. Also ohne draufhalten, dann genau irgendwie zu erwischen, wie man es manchmal auch schon mal gesehen hat und hat die ausgewählt. So, und jetzt hat man diese ausgewählt und will nur nach diese filtern. Und jetzt ist mir die Analogie gekommen, wir wollen die halt hervorheben, also nach oben ziehen. Und das auch die Wischgeste dafür, wir ziehen nur nach oben und das Gerät gefiltert diese. Und wir können uns auch wieder die Datenpunkte ansehen. Jetzt fällt hier in dieser Story auf, dass Männer wohl in den letzten Jahren 2007, 2008, dass dort die Arbeitslosenzahl gesunken ist, aber im Jahr 2009 sehr, sehr rapide gestiegen ist. Und dies liegt wohl daran, dass wir hier in Baden-Württemberg einen großen Industriesektor haben, eben im Automobilbereich, der auch davon betroffen gewesen ist. Aber auch wir sehen, in den nächsten Jahren ist das rapide zurückgegangen. Gut. Das war jetzt einmal so eine Demo, wie man denn jetzt mit den Daten umgehen kann. Also Sie haben gesehen, man kann wirklich ad hoc Analysen fahren, ein bisschen explorativ mit den Daten umgehen, in einer geeigneten Bedienart und Weise. Kommen wir nun zum Fazit. Das Fazit ist wie folgt. In den letzten Jahren haben sicher viele Hersteller versucht daran, das zu probieren, sowas auf den Markt zu bringen. Aber teilweise hat die Technologie noch ein bisschen die Sachen eingeschränkt. Aber mit den immer besser werdenden Geräten und auch mit der Technologie, WebGL, nur ein Beispiel, oder eben Web Components, um das wirklich alles zu abstrahieren, auch im Web, hat sich sehr viel getan und dadurch sehr viele Möglichkeiten wurden auch eröffnet. Außerdem kann man nur mit dieser App, haben wir ja gesehen, der Entscheider wird richtig mit einbezogen in die Datenauswahl, in die Visualisierungsart, wird ihm direkt was vorgeschlagen, weil nicht jeder hat vielleicht das Verständnis, wie kann ich welche Grafik jetzt sinnvoll einsetzen. Und da setzen wir halt auch mit dieser Lösung an. Außerdem habe ich jetzt ein paar Gesten vorgestellt. Jetzt zum Beispiel mit dieser neuen Apple-Technologie, dass man wirklich dieses Force-Touch hat, kann man noch viel mehr tun. Also da ist jetzt noch Open-End offen. Wichtig ist nur, dass man da auf Gesten setzen sollte und nicht auf zu viele Buttons, die einfach nur Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Außerdem, natürlich Geräte haben wir auch einen Kontext. Wo ist das Handy gerade? Wie liegt es? Auch sinnvoll wäre es vielleicht, sich mal zu überlegen, wenn ich das Gerät kippe, ob es dann noch andere Daten darstellt, wie zum Beispiel es Amazon getan hat mit Google Maps, falls es jemand kennt. Das wäre auch eine sehr geeignete Anwendung hierfür.
die halt noch mehr Benefits bringen. Zum Beispiel auch GPS, ganz banales Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein Prototyp gewesen. Jetzt fragen sich natürlich viele, funktioniert das auch in der Realität? Und da kann ich Entwarnung geben, es funktioniert sehr gut. In einem aktuellen Projekt haben wir sehr viel, viel mehr Daten dort gelagert und den Technologieansatz auch gewählt und es performt sehr gut. Wir können wirklich in Teams arbeiten, jeder kennt, hat durch diese Komponentenbauartweise seine eigenen Aufgabenbereiche, behindern sich nicht gegenseitig, das alles im Web, das ist ziemlich vom Vorteil. Und damit wären wir dann zwar zu Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Zur Ausbildung.